das ist der Tag der Kundgebung, die von der AfD organisiert wird in Nürnberg. Eine Stunde haben wir noch vor uns. Wir sind jetzt angekommen, richtigen Platz gefunden und lassen mal sich überraschen, was der heutige Tag auch mit sich bringen wird. Heute auch dann schon viel Polizei gesehen in der Stadt, weil Schüler und Studenten haben eine große Kundgebung organisiert. Es wird geschätzt, dass bis zu 10.000 kommen. Wir haben schon einige gesehen. Und von der AfD wird organisiert und von 17.30 Uhr, glaube ich, wird noch eine andere Kundgebung organisiert. Und wir zeigen auch dann, halten die Fahne, ja, in dem Fall auch dann der Grüße. Und auch sprechen auch dann mit unserer Stimme, dass die ganzen Corona-Maßnahmen beendet sind und wir sind frei, glücklich und gesund leben in unserer wunderschönen Heimat. Nun, langsam aber sicher wird es laut. Von der anderen Seite. Ja. Schauen wir mal, was noch auch dann später wird. Die haben schon gewunken. Ja, und Herzchen gezeigt. Schauen wir mal. Ich frage mich, was die Leute auch dazu bringt, dass die es auch machen dort und nicht auf unsere Seite kommen. Wenn wir schauen, die Polizei ist auf unserer Seite. Die Polizei ist mit dem Gesicht auf die andere Seite und zu uns mit dem Rücken. Auf unserer Seite haben sie keine Angst, sondern schauen, dass auch von der anderen Seite keine Provokationen kommen. So viel dazu, auf welcher Seite die Polizei ist. Ist das geil? Da sieht man die Alkohol. Und hört man. Ist das geil? Ja, jetzt fühlt sich langsam auch der Platz hier, auch in Nürnberg. Was mich sehr freut, auch dann zu sehen, auch dann viele Deutschlandfahnen, auch wenn das im Moment in BRD-Farben sind. In Zukunft werden mit Sicherheit Gold- oder Schwarzfahnen sein. Also, ich habe dann auch einige tolle Gespräche auch geführt, was auch sehr gut ist. Und gleich beginnt auch dann. Auf der anderen Seite wird schon auch ein bisschen Lärm gemacht, damit es uns auch dann nicht zu langweilig ist, aber es ist gut, alles friedlich im Moment. Schauen wir mal, was noch kommt. Wie viele Leute das da haben, wie viele Leute das endlich wach werden, wie viele Leute das kapiert haben, dass sie uns einfach nur verarschen, da oben die Großkopfern. Die machen mit uns nur was wollen. Nein, wir lassen uns nicht mehr spalten in rechts, links, oben, unten, hinten und vorne, sondern wir kämpfen für unsere Freiheit auf der Straße und in den Parlamenten. Wir sind da für euch, meine Damen und Herren. Jetzt wurde schon gerufen, Scholz muss weg. Merkel ist schon weg, hab ich schon gerufen, Scholz muss weg. Mal schauen, was dann weitergerufen wird. Wir müssen den abwählen, nicht nur schreien. Musikpause.
geschafft. 100%. Es gibt keine Impfpflicht. Nach der Wahl haben Sie nichts Eiligeres zu tun, als genau diese einzuführen. Erst für Pflegekräfte, bald vielleicht für Lehrer und Polizisten und demnächst für jeden Bürger in diesem Land. Darum ist die AfD die einzige Volkspartei, die echte Volkspartei und nicht der Partei der Elite. Wir sind das Volk! 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 Euren Familien ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir weiter für unsere Rechte protestieren werden und wir werden immer mehr. Merkt euch das. Wir werden immer mehr. Und wir gehen auf die Straße. Und jetzt möchte ich das Wort übergeben. Wir sollen hier alle laut Kretschmann die Aasgeier der Pandemie sein. Entschuldigung. Wer auf Corona-Demonstrationen geht, die Maßnahmen der Regierung kritisiert, der allwissenden, allheiligen Regierung, der ist ein Aasgeier der Pandemie. Ich meine, geht's noch weiter mit dieser Hetze und Spaltung? Wir sind hier für Einheit, für Zusammenhalt.